Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer Modus. Wir sind im Flutgebiet im Modus Vorherrschaft. Und ja, im Flutgebiet war ich ja bislang im Vorherrschaftsmodus meistens genauso mies wie in Golmutbahn. Aber hier hatte ich auch schon ein, zwei vernünftige Runden. Vielleicht wird dies hier eine. Ich nehme einfach mal die Pionierklasse, weil wir eben die ganze Zeit mit der Medi-Klasse gespielt haben. Dann solltest du dich aber auch bewegen, mein Freund. Solange wie die langsameren PCs noch nicht bereit sind, können wir hier schon mal einnehmen. Bin ich Squad-Chef? Bin ich überhaupt im Squad? Ich bin anscheinend Squad-Chef. Wurde aber anscheinend auch direkt weggeballert, weil ich mal wieder nicht mit dem Gegner gerechnet habe. Darum muss man aber mittlerweile rechnen, wenn dann doch schon die ersten Flaggen eingenommen sind, sollte man damit rechnen, dass eventuell auch irgendwo Gegner unterwegs sein könnten. So. Die werden jetzt auf C rushen, bei den anderen Punkten gehören denen ja. Dann sollte ich jetzt bei jeder Ecke mit gegnerischen Einheiten rechnen. Wenn ich sage hinter jeder Ecke, dann meine ich auch hinter jeder Ecke. Das kann nicht wahr sein! Der hat in eine ganz andere, aber in eine 100% andere Richtung geguckt. Ich habe den genau im Visier, baller auf den und bevor ich den niederballern kann, schafft der es noch, die Waffe komplett um 90 Grad zur Seite zu ziehen und uns einen Headshot zu geben, oder was? Wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Kann ich dein wahr sein? Das kann ich dein ernst sein? Was für Reflexe die Leute hier meinen, teilweise haben. Das ist unglaublich. In der Zeit hätte ich noch nicht mal realisiert, dass ich überhaupt in der Nähe von dem Gegner bin. In der Zeit, in der der mich da weggemoscht hätte. Und der schießt mich da einfach so leicht ab da. Ja, super, mit beiden nichts getroffen und dann vom Sniper weggehauen. Obwohl der mich da, wo ich gestorben bin, eigentlich gar nicht treffen kann. Wie man hier sieht, ist da schön ein Baum im Weg und andererseits ist da noch die Mauer gewesen. Ich weiß nicht, wie der mich getroffen hat. Aber okay. Läuft gerade so schlecht, wie es sein kann. Unser Squad-Mitglied ist AFK. Das ist schön. Hier, die stehen alle die ganze Zeit still und schießen, 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 schießen und bewegen sich fast nicht. Aber sobald ich einmal irgendwo stillstehe, werde ich sofort vom Sniper weggeballert. Woanders ein bisschen von da hinten treffe ich nichts. Gar nichts. Deswegen habe ich meine andere Taktik. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rauskommen werde. Ich laufe aber einfach mal den Weg hier entlang. Und down. Super. Und wieder eine KD von 04. Bin ich nicht klasse? Boah, bin ich scheiße. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein, wie ich so verkacke immer in diesen verdammten Vorherrschaftsrunden. Im Fluggebiet in der Golmutbahn. Das sind wirklich beides Maps, in denen ich immer verkacke. Und der ist Level 11 und hat uns innerhalb von 2 Sekunden direkt niedergeballert. Nur nicht mehr 2 Sekunden, eine halbe Sekunde hat er gebraucht, um uns total tot zu ballern, obwohl er keine Ahnung hat, dass ich in der Sekunde um die Ecke rennen könnte. Ich könnte sowas wie Snipern auch nicht, weil ich immer keine Ahnung habe, in der Schnelle, in der die reagieren müssen. Wir haben gerade einen Einsatzziel. Wer jetzt einer von uns sein könnte und wer jetzt ein Gegner sein könnte. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Bestimmt einer, die sich irgendwie abgesichert haben. Irgendwelchen Sprengstoffen. Der hat mal einen Abgang gemacht da eben. Kurz bevor die Granate kam. Das hätte ich doch gewusst. Ich glaube, irgendwie langlaufen ist auch nicht so die schlauste Idee. Wenn wir nicht alle treffen können. Der Sniper-Schuss direkt neben uns eingegangen.
wieder nichts getroffen und dann wieder von hinten abgeballert. Der kann die im Leben Level 11 sein, das kannst du mir nicht sagen. Er hat nur 4-4 und davon hat er dreimal mich getroffen, das ist natürlich gut. Dann ist er vielleicht doch Level 11 und ich bin einfach nur viel schlechter, als ich bislang dachte. Und ich dachte schon, ich wäre schlecht. Ich traue mich einfach nicht, aus der Distanz zu schießen. Dann sind die immer tot, wenn ich auf die zurennen will. Und dann werde ich von hinten abgeballert meistens. Na, komm. Will mich jetzt irgendeiner von hinten abschießen? Ja, nicht unbedingt von hinten. Wir haben Einsatzziel Charlie verloren. Ich hab's ja nicht gekriegt. Ah! 4 Stück. Na super, da waren sogar 5. 6 waren da. Na klasse. 6 Gegner, alle auf mich. Und ich habe keinen davon getötet oder auch nur annäherungsweise verletzt. Boah, ey, das kann nicht dein Ernst sein. Alter, 2-8. Oh. Hoffe ich mal auf der Seite hoch, vielleicht bin ich da nicht so schnell tot wie auf der anderen Seite. Doch, bin ich. Ich krieg einfach keinen mit. Ich kann diese Maps einfach nicht. Ich kann diese Maps nicht. Wurde innerhalb von 2... Guck mal, wie viel die beiden überlebt haben. Die haben sich ein Duell geliefert. Aus 2 Metern haben die beide ihr komplettes Magazin aufeinander geheizt. Haben auch beide fast nur getroffen. Und dann trotzdem beide überlebt. Ich überlebe immer nur 2 Schuss. Deswegen mache ich eins noch einmal. So. Und bin trotzdem gestorben. Hab keinen einzigen auch nur Assist bekommen. Super. Es sind 4 Leute in dem Gang lang gerannt und ich habe keinen Assist bekommen, wo ich da reingeheizt habe, was das Zeug hält. 50% meiner Munition habe ich da bestimmt reingeheizt. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Ich kann es nicht. Vor allem nicht im Domination-Mode. Weil die Gegner dann immer aus der Richtung kommen, in die ich gerade nicht gucke. Und ich, wenn ich einen Gegner sehe, wie der nicht in meine Richtung guckt, renne ich immer so lange in die Richtung, bis er dann genau in der Sekunde, in der ich schießen will, sich in meine Richtung dreht und mich abballert. Als wenn die so einen inneren Kompass hätten, der denen anzeigt, oh, Vorsicht, der will jetzt schießen, drehe ich jetzt um genau 38 Grad nach links und ziehe 2,3 Zentimeter deine Maus nach oben und jetzt abschießen, bevor der mich gesehen hat. Und das macht er dann auch perfekt und ballert mich dann ab. So, jetzt habe ich mal reagiert, bevor der schießen konnte. Ein Wunder ist geschehen. Ich habe mal rechtzeitig geschossen. Gerade wieder keinen Gegner und meistens, wenn das der Fall ist, kommen die von hinten und ballern mich weg. Da kommt schon mal einer. Oh, ich habe 2 sogar mitgenommen. Interessant. Dann habe ich ja mal eine Plusrunde gemacht. Toll. Nur noch 5-12. Jetzt geht's hier richtig gut. Boah, 0 getroffen und tot. Obwohl ich die schneller gesehen habe als ich. Oder als die mich, so. Ich habe die schneller gesehen als ich. Okay. Scrambling Teams next round. Also die Ticket-Differenz ist zu groß. Deswegen werden die Teams beim nächsten Mal ein bisschen aufgespitzt. Aber die Squads werden beibehalten. Das habe ich toll gemacht, gegen den Sniper im 1 gegen 1 Nahkampfduell verloren. Super, aber immerhin Hilfe geht zählt als Kill. Da haben wir das Spiel noch mal ein bisschen Gnade mit uns walten lassen. Jetzt haben wir nämlich nur 6-13.
einen getroffen. Jetzt werde ich sterben, weil die jetzt wissen, wo ich bin. Jawohl. So ist es. Sobald ein Gegner weiß, wo ich bin, bin ich hundertprozentig tot, weil ich im 1 gegen 1 nicht gewinne, im Fernkampfduell nicht gewinne und nicht immer gewinne, wenn ich hinter dem stehe. Das ist immer so. Sobald der Gegner weiß, wo ich bin, auch wenn er nur noch 5 Leben hat, bin ich direkt tot. Und das, obwohl es mit der Waffe auf dem Eroberungsschiff so gut lief. Oh Mann, 6-15, damit bin ich, glaube ich, KD-mäßig der Schlechteste von allem auf diesem Server. Das kann gut sein, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Da unten haben wir noch einen 5-14er. Aber ansonsten, ja, denke ich mal, werde ich hier die schlechteste Leistung von allen abgeliefert haben. Das ist sehr schön, das freut mich, das mache ich immer wieder gern. Wir haben eine Javelin freigeschaltet, aber wenn die so funktioniert wie ein BF3, dann funktioniert die, glaube ich, nur, wenn gleichzeitig ein Sniper-Typ ein Fahrzeug markiert hat und man dann mit der Javelin abschießt, dann trifft die das. Ansonsten habe ich irgendwie bei Battlefield 3 mit der Javelin nichts treffen können, weil ich immer auf die Fahrzeuge gezielt hatte, die niemand anders anvisiert hatte. Und dann konnte ich immer zielen, wie ich wollte, meine Javelin hat automatisch nichts angezielt. Oder man muss eine Taste dafür drücken, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich immer visiert und es hat nichts gebracht und dann war es irgendwann kaputt. Also ich war dann irgendwann kaputt. So, unser sauschlechter Squad bleibt also zusammen, das ist schön. Obwohl ich habe gar nicht auf die anderen Squad-Mitglieder geachtet, kann sein, dass die gar nicht so schlecht waren. Ich war auf jeden Fall schlecht und bleibt es dabei dann sogar noch Squad-Leader. Super. Na, mal sehen, was jetzt kommt.